Hallo und herzlich willkommen zur 248. Folge The Western Front Armies. Wir spielen mal wieder OKW, spielen 3v3 und spielen zusammen mit Cinco Niglet und Lothr PL, also Lord of the Rings PL, denke ich mal. Und spielen gegen Dynamite als Sowjets, ich glaube aus dem letzten Spiel, wenn ich mich nicht irre, gegen My Choose Tropicale und Elioth als USA. Und tja, wir müssen jetzt mal echt schauen, ob das halt wirklich der Spieler ist vom letzten Mal. Weil wenn ja, dann müssen wir da auf jeden Fall darauf achten, dass wir nicht irgendwie da in seine Flammtruppen, ja, ich sag mal, laufen. Beziehungsweise, wenn sie da sein sollten, dass wir halt vielleicht eine Warnung rausschicken, sollte man sich eventuell überlegen. So, wir werden mal direkt da oben hin, mit unserem Trupp. Da hin bitte. Ach, gerne. So, und ich würde gerne erstmal die Punkte haben. Ah, da haben sie doch schon was gefunden. Das ist gut. Direkt mal ärgern. Rein in das Gebäude. Verdammt, jetzt hat er das gemacht. Egal. Bisschen stören. Einfach nur ein bisschen stören. Mehr möchte ich im Moment gar nicht. Oh, wobei. Machen mehr als nur stören. Wenn ich das mal so sagen darf. Ah, ich hoffe, der kommt weg. Ja. Dank den Kübelwagen. Und wir haben auch gut Schaden gemacht. Das ist auch schön. So, den müssen wir auch gleich vertreiben. Oder drüben. Du möchtest auf dem Arsch. Ich gehört. Nicht lang fackeln, einfach ran da. Einfach aus dem Grunde, wir müssen unsere Übermacht nutzen. Genau. Einfach die Übermacht nutzen. Das ist im Moment das Wichtige. Ah, jetzt wird er das nutzen. Ah. Versuchen wir mal so lange wie möglich noch durchzuhalten. Ah, jetzt wird's knapp. Immerhin, linke Flanke haben wir. Rechte sieht soweit ganz nett aus. Okay. Ich sehe leider den Russen nicht. Ich sehe nur die Amis. Naja, macht eine andere Taktik. Also falls das derselbe ist, macht er eine andere Taktik als eben. Okay, jetzt müssen wir aber Gas geben. Beziehungsweise eigentlich muss er Gas geben. Er muss da jetzt reindrücken. Ist schon gut. Start ist schon echt gut. Ah, ist okay. Kommt ran, kommt ran, kommt ran. Ah, aber nur das hier nicht. Nur die linke nicht. Rechte. Na gut. Ich glaube, wir werden die Befestigungsdoktrin nehmen. Wegen MGs und Bunker und so. Okay. Das sieht doch gut aus. Na gut, das dauert alles eine Weile. Wir können sich ja eigentlich mal eben hier sammeln. Ah. Die zweite Truppe ist auch soweit. MG ist auch soweit. Muss mal hierher kommen. Okay, da ist ein Bunker. Waffen hat der andere. Okay. Der geht schon raus. Hat schon keinen Bock mehr. Mann, 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 Mann. Nächster ist raus. Oh Mensch, Leute. Ist nicht euer Ernst. Ist doch jetzt gar nichts gewesen. Dafür hat man so lange warten dürfen.
Keine Ahnung, wie lange jetzt genau, aber jo, toll. Oh Mann. Das war ja jetzt irgendwie mal gar nichts. Hm. Ja. Was soll man dazu sagen? Wie war das noch mit den Leveln und so? Ne? Da sieht man es mal wieder. Das Spiel werde ich jetzt einfach mal dran lassen. Und noch ein zweites hinten dran hängen, weil das schon wirklich sehr kurz war. Dann gucken wir uns auf jeden Fall trotzdem nochmal die Punktekarte an. Also sagen wir mal so, wenn das Spiel zumindest sehr kurz ist, das nächste. Das ist ja auch immer so eine Sache, sonst werde ich das hier wohl wahrscheinlich verwerfen. Aber mal gucken. Ich würde euch das halt trotzdem gerne zeigen. Ja, wirklich viel haben wir eigentlich nicht gemacht. Ganze 8 Mann verloren, 10 getötet. Geht noch. Na gut. Also, dann sehen wir uns dann gleich nochmal. Hallo und herzlich willkommen, naja, zum zweiten Teil von der 248. Folge. Und, ja, ich habe es ja schon im ersten Teil angekündigt, das Event für den zweiten Teil kommt. Und, ich glaube, ich muss einfach den zweiten Teil hinten ranhängen. Guck mal auf die Karte. Naja, wir spielen OKW, haben zusammen mit Karaxarines einen OKW-Spieler und mit BWS noch einen Wehrmacht-Spieler dabei. Und haben, und das ist jetzt das Interessante, Mike Coast Tropicale von letzter Folge als USA, haha, der als erstes rausgegangen war mit seinem Level 81 in 2er Prestige, Dynamite, der auch im letzten Spiel dabei war, und Imba Forrester. Ja, Imba Forrester und Dynamite spielen Sowjets. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Und ja, ich bin ja jetzt mal gespannt, ob der liebe Herr sich jetzt wieder so schnell verpissen wird. Und ja, dann lache ich, ja. Dann lache ich richtig. Weil, ne? Einfach so raus. Das ist nicht die Feine. Das ist echt nicht die Feine. Wie lange haben wir gespielt? 5 Minuten? Ich glaube 5 Minuten. Und daher erst recht nicht. Geht gar nicht. Kollege, geht gar nicht. So, da ist er doch schon. Kommen wir einfach mal direkt dahin. Er nimmt das doch schon. Dann ist er gut. Jetzt möchte ich aber doch erstmal ein Dings haben. So. Da so hin, bitte. Da so hin. Tja. Relativ gemächlich noch. Action geht aber langsam los. Ah, der hat schon einen verloren. Hm, Kübelwagen, das ist gut. Na, einfach mal ein bisschen durchhalten hier. Die sollten die ja wohl wegkriegen. Bisschen vernünftige Deckung. Ja. Ach, da haben wir Dynamite. Einfach mal ein bisschen hier bleiben. Gucken wir mal. Der ist ins Gebäude rein. Ja, das ist unangenehm. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Okay. Hat das auf jeden Fall. Na, dann können wir uns eigentlich... Fuck it. Was ist denn mit dem passiert? Ah. Ja. Flankiert. Ich habe sogar gesehen, dass sie da rein sind. Ich depp. Hab aber nicht drauf reagiert. Das ist mal wieder typisch. Mein Gott. Schauen wir mal. Das müssen wir nochmal irgendwie fangen. Wir holen uns jetzt erstmal einen Trupp, bevor wir nachrüsten. So viel ist auf jeden Fall schon mal sicher. Okay. Ja, das war echt nicht so günstig. Hohoho. Sind die denn jetzt fit? Sie haben ja noch gar nicht fit gemacht, Mensch.
Okay. Können wir mal reparieren. Na shit, den haben wir auch ganz vergessen. Gibt es ja auch noch. Die gibt es ja auch noch. Okay, drängeln uns hier gerade ein bisschen zurück. Bisschen zu weit. Für meinen Geschmack. Da fehlt doch irgendwie ein Mann. Ich meine, wir können den noch nicht mal abbrechen. Strange. Das ist ja strange. Du. Ja, hat's mitgekriegt, dass den wieder gut geht. Ja. Okay. Den hatten wir wirklich noch nicht gekauft gehabt, den Typen. Den letzten. So. Sollte man das noch langsam mal hier unter Kontrolle kriegen. Na komm hier. Befestigungsgott kriegen. Nicht, dass wir damit irgendwas reißen. So. Dass er da ein MG drin hat. Ne, da ist ein MG. Okay. Jetzt nehmen sie sich da die Gebäude. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Kollege, wir brauchen hier irgendwie Hilfe. Ich kann hier nicht mal allzu viel machen. Das ist nicht gut. Ja. Wir müssen hier weg. Bleibt gar nichts anderes über. Sollte er ihn auch mal ein Stück zurückziehen. Müssen die da erstmal rausholen. Die stören nämlich. Exorbitant. Die müssen mal dringendst weggemacht werden. So. Ah, da sind auch noch welche. Scheiße. Das gibt es doch nicht. Zieh dich mal hier zurück. Ja. Er sagt, er soll Fuel bauen. Kann er nicht. Wie wir hier auf dem Arsch gekriegt haben schon. Das Gebäude werden wir uns auf jeden Fall gleich nochmal krallen. Oh. Nicht schön das Ganze, nicht schön. Die machen das auf jeden Fall diesmal besser als im letzten Spiel. So viel kann man schon mal sagen. So. Mach drinne. Genauso wie ihr. Puh. Auch die Reparatur? Nein. So, die müssen auf jeden Fall helfen. Ja, es sind Fußtruppen hauptsächlich. Ja, das ist zu heftig hier. Ja, das ist zu heftig. Aber immerhin haben wir das MG ein bisschen, naja, eine Position geben können damit. Jetzt unser Kollege hier auch nochmal ein bisschen mithelfen würde. Ja, super. Das Ding ist jetzt echt nicht schlecht. Alter. Da haben sie nicht rechtzeitig reagiert. Oder ich, je nachdem. Hierfür war das unangenehm. Vor allem, da er da unten jetzt auch schon lang geht. Ach du Scheiße. Kann auch nochmal raus. Bringt's einfach nicht. Da müssen wir mal was gegen tun. Ja, super. Da auch noch welche. Oh. Können wir mal reparieren. Jetzt müssen wir langsam mal. Da muss mal langsam was passieren. Sonst wird das nichts mehr hier.
Scheiße. Wo kommen die denn her? Wo kommen die denn jetzt her? Au, 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 au. Wo kommen die denn jetzt her? Auer. Ja, das ist jetzt echt bitter. Das ist jetzt richtig bitter. Base werden wir wohl... Ja, da geht schon einer von uns raus. Na super. Das ist natürlich ganz geil. Da. Das war knapp. Das war relativ knapp. Puh. Oh Mann, oh Mann. Schauen wir mal, ob wir da noch was gerissen kriegen. Na, immerhin. Alter, aus allen Seiten kommen sie. Ne, das können wir aufgeben. Das können wir aufgeben. Nö. Das ist echt nicht gut. Vor allem können wir auch noch keine Panzer bauen oder so. Na gut, wir könnten... Ich habe auch noch keine Packs gesehen oder so. Wäre das Halbkettenfahrzeug vielleicht echt gar nicht so dumm. Problem ist, wir müssen das erstmal irgendwie hinkriegen. 270... Manpower zusammen zu bekommen. Pfff. Sind seine Medics? Ah, okay. Sind schon dabei. Okay. Das ging jetzt doch schneller als erwartet. Viel schneller. Und schon, dass wir mal irgendwas benutzen können hier. Kriegt das Ding halt nicht kaputt. Das ist immerhin etwas. Ja, natürlich jetzt auch wieder blöd. Auf der anderen Seite triggern wir jetzt natürlich dadurch die Panzerabwehr. Was sollen wir machen? Irgendwas müssen wir ja tun. Und daher lieber irgendwas als gar nicht. So. Und mal gucken. Müssen wir echt zusehen, dass wir da überhaupt noch irgendwas Schönes draus machen. Ah, selbst wenn wir jetzt verlieren, wäre es ja quasi gerechtfertigt. Quasi ein solches und ein solches. Wäre ja soweit auch ganz okay. Dann kannst du mal eher da so rumfahren. Da so lang schielen. Dann werden wir das echt nicht durchhalten. Na. Machen wir mal darüber. Wir müssen um die kümmern. Ist egal. Alles egal gerade. Ah, blödes MG. So. Oh, oh. Okay. Müssen wir uns jetzt auch verziehen. Sollten wir uns hier mal eben zurückziehen. So. Das Ding vor allen Dingen auch nochmal repariert wird. So. Ah, schade. Jetzt mal mit sprengen. Okay. Tja, ein Spiel quasi... Haushoch gewonnen, ein Spiel Haushoch verloren. Oh, es ist doch okay. Ich mal sagen. Na? Ah, jetzt. Wollte schon sorgen. Man müsste doch mal schießen. Oh, oh, oh. Oh, wie lange die da noch durchhalten. Und T-34 rumgammeln. Na, komm schon.
doch. Oh, oh, oh. Bisschen verteilen. Trotzdem super. Ja, jetzt kannst du auch mal... Nein. Kannst du nicht? Nicht da. Au. Ja, ist natürlich echt blöd. Da können wir nichts anrichten. Meine blöden Pack. Rummel. Finde ich nicht schön. Wegen dieser blöden Flak. Aha. Bist du denn Vorder? Arsch. Scheiße. Hat geklappt. Das ist natürlich echt ein bisschen doof. Nein. Aus. Aus. Und weg. Puh. Puh, puh, puh. Na gut. 27 Punkte. Und das ist jetzt eh gleich rum. Tja. Kannst du nochmal Pius holen? Aber viel wird das jetzt nicht mehr bringen. Leider. Schade, schade, schade. Aber die haben hier echt einfach zu viel Truppenscheiße. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was man da jetzt direkt... Ja gut, Schlucker zu Fuß, klar. Könnte man sogar gleich machen. Aber die wird eh nicht mehr ankommen. Also was soll's. Zack, er ist over. Ja, das war jetzt ein ganz anderes Spiel. Wir wurden besiegt. Im Vergleich. Naja, so muss es halt sein. Mal so, mal so. Da dürften wir auch nicht allzu viel Schaden gemacht haben. Und ich denke mal, unsere Teamkollegen auch nicht. Na? Mach hin, ne? Na komm. Zeig ich her die Punkte. Naja. Haben wir alle so um die 4000 gemacht. Bisschen mehr, bisschen weniger. Nee, da waren wir alle nicht so prall. Bisschen was verloren haben wir auch. Naja. Wie gesagt. So zusammen ist es dann doch eine vernünftige Folge, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr habt soweit auch Spaß dran gehabt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.